Da sind wir auch schon wieder bei Pillars of Eternity White March. Befinden uns immer noch mitten in Dorgans Batterie und werden jetzt mal ja, die Gegend weiter erkunden. Was anderes bleibt uns gerade, glaube ich, gar nicht so wirklich übrig. How long before the Commandants come to blows? Did you see the look in Maroon's eye? Exandro had better watch his back. Tja, die Kommandanten haben sich schon längst bekämpft, die Geister sind trotzdem noch unterwegs und der Raum sieht anders aus als die anderen. Ist hier noch, also hier ist es noch relativ warm im Vergleich. Da glüht auch was an der Wand. Traitors, cowards, dead on our feet. Ja, Geld haben sie zurückgelassen, klar. Obwohl das ja eigentlich der Auslöser für alles war. 10% Nahkampfschaden. Hey, das können wir ihm nochmal geben. Können wir gleich mal gucken, ob wir das ausrüsten können. Aber erstmal möchte ich mehr sehen hier. Außergewöhnlicher Säbel, schön, aber nichts Besonderes. Do you see that? Zoltan's the only one with sense. Anyone who says otherwise is a fool. That sheet sold our steel and kept the coin himself. Maroon! She won't rest until our corpses decorate the halls! Und während die Kommandanten sich gestritten haben darüber, was sie oder wer das Gold nimmt, und der Hauptmann hat ja anscheinend auch noch die Schuld auf Zoltan gelenkt, dass der angeblich die Sachen verkauft hätte. Ja, und natürlich haben sich dann die unteren Zwerge, also die unter denen gedient haben, auch noch zerstritten. Kein Wunder. Eine bronzene Abaddon-Statue steht über Weihrauchasche und verrosteten metallenen Götzen. War das hier irgendwie ein... Kann man das sehen? Der Festsaal war das. Der sieht auch noch ein bisschen festlich aus. Hat aber auch den alten Glanz leider verloren. We've got to survive. By any means necessary. We'll have blood in these halls before long. Huch. So. Ja, und überall stehen diese Abaddon-Statuen rum. Wollten die sich noch mehr unterhalten oder ist das jetzt, hier ist eine Tür mit Fragezeichen. Aber dann soll es alle Türen hier erkundet? Ging es hier nicht noch irgendwo? Hier geht es noch irgendwo hin. Aber das ist zugeschüttet. Kann man das vielleicht aufmachen mit Hammer und Meißel oder mit Brecheisen oder sonst irgendwie? Hier ist eine Tür. Freigeschaltet. He'll regret this. Wer wird was bereuen? There, up ahead. Balgrads Barrikade. Auf diesem Dreiecksschild prangen der schwarze Wolf der Badgrader Linie und das persönliche Siegel des letzten Besitzers des Schilds, Mekgrun Bakgrader. Mekgrun war ein berühmter Kämpfer mit dem Ruf, praktisch und einfallsreich zu denken. Der Schild war in seinen Händen ebenso sehr eine Waffe wie seine Klinge. Mekgrun kämpfte besonders gerne gegen Zauberwirker, denn sein Schild konnte die Pfeile und Zauber seiner Feinde auf sie selbst zurückwerfen. Ein einziger Treffer im Gesicht durch die Barrikade reichte meistens aus, um weitere Zauber zu unterbinden. Während ihre Vettern, die Ungrader, zu den Herrschern der Region Kaltwasser aufstiegen, überlebten die Badgraderes den Widerstandskrieg nicht. Mekgrun selbst starb in der Schlacht von Trutzbucht und sein Schild geriet in den Besitz eines adligen Herrn, dann eines anderen und wieder eines anderen, bevor er in Vergessenheit geriet. Sieht sehr schick aus. Haben aber leider gerade niemanden dabei, der ein Schild tragen könnte. Und das hier scheint mir die Waffenkammer zu sein. Oh, Moment, wir haben einen Gürtel bekommen. Ich glaube, wir hatten doch noch jemanden, der keinen Gürtel hat. Ich habe den jetzt einfach weggelegt. Das war natürlich nicht so klug hier. Zack. Ich glaube, sie hat da noch keinen Gürtel, ne? Was macht der? Gibt Niederschlag einmal pro Begegnung. Ist egal, kann sie trotzdem anziehen. Sie hat bisher noch gar nichts an dem Punkt. Entfernen von Ausrüstung aus der Waffenkammer, nur mit Genehmigung von Waffenwächterin Marun oder Hauptmann Gregor. Zerbeulter Helm. Ich glaube,
Wir haben den letzten Helm gefunden, den letzten Gegenstand. Wie schon zweimal zuvor verschwimmt deine Sicht und alles wird schwarz. Als du wieder etwas siehst, findest du dich auf deinen Knien wieder. Du hältst ein zertrümmertes Schwert in der Hand, vor dir liegt ein zerbrochener, ramponierter Helm. Dein Helm. Du spürst Blut über eine Hälfte deines Gesichts herabrinnen und du weißt ohne jeden Zweifel, dass du mit deinem linken Auge nie wieder wirst sehen können. In einem Kreis um dich herum stehen andere Krieger. Einige gehören zu deinem Stamm, die übrigen zu einem feindlichen. Sie beobachten schweigend den Kampf. Du wirst sterben, alter Mann. Dein Gegner ist arrogant, aber auch jung und stark. Hältst du ein Duell immer noch für eine gute Idee? Das tust du. Die Hungersnot im letzten Winter hat deinen Stamm schwer zugesetzt. Deine Krieger waren nicht in der Lage, einen Angriff eurer Feinde abzuwehren. Ein Duell war die einzige Hoffnung deines Stammes. Allerdings nur, wenn du nicht verlierst. Wieder bleibt die Welt stehen. Die Spur der Erinnerung wartet auf deine führende Hand. Sie mit dir in die Tiefe ziehen? Bitte was? Hä? Wir geben mal vor, in Ohnmacht zu fallen. Du fällst zu Boden und greifst dabei unbemerkt nach einem der zerbrochenen Hörner deines Helms. Du liegst mit geschlossenen Augen reglos da und lauschst auf die Schritte deines Gegners. Du vertraust darauf, dass er arrogant genug ist, sich bis auf Schlagweite zu nähern. Erbärmlich. Du hörst die Füße des anderen Kriegers in der Nähe deines Kopfes knirschen. Blitzschnell rammst du das Horn nach oben in den ungepanzerten Schritt deines Gegners. Er brüllt vor Schmerzen auf, aber du stichst wieder und wieder zu, bis er verstummt. Die feindlichen Krieger knurren und brüllen, als sie ihren Helden fallen sehen. Bald darauf aber verlassen sie friedlich dein Dorf, durch das Ergebnis des Duells gebunden. Ja, ja, ich erinnere mich an alles. Meine Schwester, meine Herrschaft, das Ende. Oh, Garrot blickt traurig, überrascht, auf seine eigene geisterhafte Gestalt, die langsam verblasst. Aber ich habe es doch gerade erst gesehen. Es war zu kurz, um es zu verstehen. Leb wohl, Garrot. Er seufzt. Das Rad hat offenbar keine Geduld. Ich vertraue meinen Helm deiner Obhut an. Du findest Garrots Helm in deinen Händen heil und unversehrt. Leb wohl, mein Freund. Leb wohl, Garrot. Und wir haben seinen Helm. Plus 3 Macht und Vergeltung. Charaktere treffen selbst. Ui, okay. Dieser Helm gehörte einst Garrot, einem längst verstorbenen Stammeshäuptling. Aus irgendeinem Grund ist seine Seele nie in das Rad zurückgekehrt, sondern ist verweilt, bis er einen Großteil seiner eigenen Geschichte vergessen hatte. Glücklicherweise bist du ihm begegnet und hast ihm geholfen, sich zu erinnern. Wem könnten... Ach, guck mal, sie kann doch bestimmt... Kann sie so einen Helm tragen? Aber sie hat ja schon plus Macht wegen den Armschienen... Nee, sie hat ja gar keine Armschienen der Macht an. Wird jetzt irgendwas unterdrückt bei ihr? Garrots Helm plus 3 Macht. Plus 2 Macht. 1 Gewandtheit wird unterdrückt. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ja, perfekt. Perfekt für sie. Oh. Dorgan Eisenbahn. Oh ja. Wir haben Dorgan-Stahl gefunden. Also nicht Dorgan-Stahl, aber Dorgan-Eisenbahn immerhin schon mal. Gut, dann hätten wir die Waffenkammer auch untersucht. Alles ist in Ordnung. Und wir können dem Weg hier oben weiter folgen. Als du dich der Tür näherst, wabert eine Welle Essenz durch die Luft. Die uralten Steine um dich herum knarzen und knacken und deine Stimme einer alten Frau klingt aus der Halle wieder. Stop right there. You must be some merchant come to speak with Zoltan. Keinen Schritt weiter, Mensch. Gewiss bist du einer dieser Händler und willst mit Zoltun sprechen. Es folgt eine Pause, in der die zornige Essenz der Frau sich wie eine Gewitterwolke auf der anderen Seite der Tür zusammenballt. Der gesamte Raum knarzt unter dem Druck ihrer Präsenz. Es reicht nicht, dass wir uns hier mit wütenden Geistern herumschlagen müssen. Jetzt müssen wir auch noch mit einer paranoiden Tür diskutieren. Vollkommen richtig, Palagina. Our illustrious coin master may let you plunder our armory, but I've got other ideas for dealing with your lot. Unser illustrer Münzmeister gestattet dir vielleicht, unsere Waffenkammer zu plündern, aber ich gehe mit Pack wie euch anders um. Ihre Stimme ist scharf und laut wie das Knallen einer Tür. Als ihre Worte durch den Raum hallen, zucken die Geister zusammen und blicken sich unruhig um.
Turn and go before I show you how an arms warden deals with trespassers. Kehre lieber um, ehe ich dir zeige, wie eine Waffenwächterin mit Eindringlingen umgeht. Was geht hier vor sich? Pargrun and quarrels are no business of yours, outsider. Die Streitigkeiten der Pargrun sind nicht deine Angelegenheit. Ihr Ton ist so kalt wie die eisigen Hallen um dich herum. Wer bist du? I'm Maroon, proud Pargrun and arms warden of Durgan's Battery. And you're answering my questions now. Ich bin Maroon, stolze Pargrun und Waffenwächterin von Durgans Batterie, und du wirst nun meine Fragen beantworten. Stein knarrt und bricht durch den Klang ihrer Stimme. Eine Gruppe, die sich der Bleierne Schlüssel nennt, sucht hier nach etwas. Die Geister rühren sich, sie blicken sich zitternd um. Ihre Augen weiten sich und leuchten, als sie an dir hängen bleiben, als würden sie dich zum ersten Mal sehen. Fast ebenso schnell blicken sie wieder fort und scheinen dich wieder zu vergessen, doch nun wirken sie wachsam und misstrauisch. Whoever you're searching for, I haven't seen them. And none get past me. Nach wem du auch suchen magst, ich habe ihn nicht gesehen und an mir gelangt niemand vorbei. Leave our halls. Go back to whatever land you hail from. Verlasse unsere Hallen. Geh zurück in das Land, aus dem du kamst. Ein Lufthauch seufzt unter der Tür hervor. Eure Fundamente wurden von Abaddon selbst gesegnet. Welchen Schaden könnte ich je anrichten? You sound like Exandru. At least you're no friend of Zoltan's, then. Du klingst wie Exandru. Dann bist du zumindest kein Freund von Zoltun. Ein Lufthauch streicht deine Füße. You may pass, but don't make me regret this. I'll be watching you. Du darfst passieren, aber lass es mich nicht bereuen. Ich behalte dich im Auge. Vielen Dank. Und hier geht es weiter hinab. Dann würde ich aber tatsächlich vorher noch die Treppe hier oben nehmen, weil die führt ja offensichtlich nach oben. Und bevor wir uns jetzt in die Tiefen, wo es ja offensichtlich weitergeht, in die Tiefen von Durgans Batterie wagen, möchte ich dann doch erst nochmal alles hier oben erkunden. Das wäre mir dann doch sehr wichtig, dass wir alles mitnehmen von hier, weil, ganz ehrlich, Durgans Batterie hat eine sehr spannende Geschichte. So. Ich frage mich, führt das irgendwo oben auf die Zinnen vielleicht? Wir haben ja auch einen sehnlosen Bogen gefunden, von dem ich noch nicht so genau weiß, was das sein soll oder warum wir ihn gefunden haben. Ja, es führt auf die Zinnen. An der Seite des Turms ist ein oberer Abschnitt eingestürzt und blockiert den Zugang. Das führt aber nirgendwo hin, oder? Plus 3 Genauigkeit, Panzerhandschuhe, sehr schön, aber ist jetzt nicht. Ja gut. Gut, dass wir den Weg nochmal genommen haben. Dass wir das nochmal gesehen haben, aber ansonsten ist das ein Dead End sozusagen. Also ein Gang, der nirgendwo hinführt. Das heißt, wir können jetzt in aller Ruhe uns den Tiefen von Durgans Batterie widmen. Und die Geister von den Anführern der Pargrunen sind ja offenbar hier noch vorhanden. Das heißt, auch Zoltun müsste ja eventuell irgendwo noch unterwegs sein. Und da unten geht's in die Minen. In den Minen müsste dann aber auch die Esse sein, oder? Schauen wir einfach mal. Die Esse sollten wir ja wieder entzünden, damit Stalwart florieren kann. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das mit den Interessen der Geister der Zwerge, die hier unterwegs sind, übereinstimmt oder ob die uns da nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Gehe an den Minen vorbei weiter. We can't hold them off! Hier unten. Das ist so furchtbar. Hitze steigt flackernd aus gitterbedeckten Gängen unter dir auf. Etwas Schweres ist durch das Geländer gebrochen und hat ein großes Loch in die Brücke geschlagen. Boah, ey, diese Stimmen, das ist so furchtbar gerade.
Bleib mal bitte hier und lauf nicht direkt weg. Wenigstens ist es ein bisschen Musik mit dabei und nicht nur dieses Gekreiche und Geschrei von diesen Tausenden von wirklich, wirklich unheimlichen Stimmen. Trank der starken Erholung? Ja, okay. Jeder Knochen dieses Skeletts ist an zwei oder mehr Stellen gebrochen. Ja, ich nehme mal an, die haben hier unten gegeneinander gekämpft, ne? Werkstatt. They didn't teach us much about locks in the Brotherhood. But let's see. Oder wurden die hier von Eismonstern angegriffen und dann vertrieben? Das kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Ich meine, die haben sich ja selber eingeschlossen hier unten. Und niemand hat jemals wieder etwas von ihnen gehört. Ich kann mir also nur vorstellen, dass die... Wir haben keine Leichen gefunden. Das ist eben die Frage. Wo sind diese Zwerge? Wir haben zwar eine Leiche gefunden oben, aber das war einer, der eben bei seiner schändlichen Tat da eingefroren ist, aber ansonsten keine Leichen. Diese Karte zeigt die Minen. Verschiedene Tunnel und Engpässe sind mit Pfeilen und Kreuzen versehen. Es scheint sich um einen eilig ersonnenen Schlachtplan zu handeln. Diese dicke Steinscheibe aus dunklem Stein ist mit verschiedenen seltsamen Symbolen verziert. Von der Mitte zum äußeren Rand hin verläuft eine kleine Steinerhebung, die nach außen zeigt. Nehmen wir mal mit für alle Fälle. Eiskalte Zugluft pfeift durch die eingestürzte Mauer. Offenbar ist etwas von außen nach innen hineingebrochen. Ja, nämlich die Winterwölfe und ein gehärteter Helm. Dieser Helm ist verbeult und zerkratzt. Er hat offenbar schon viel erlebt. Er ist recht bequem, aber als du ihn aufziehst, spürst du eine gewaltige Wut in dir aufsteigen. Hey. Aha, das ist ja ganz interessant. Do you see that? Diese Schriftrollen katalogisieren die Mengen an Erz und Mineralien, die aus den Minen entnommen wurden. Und ein Siegel des Schwertes. Die Gravuren an den Seiten dieser Steinscheibe zeigen ein Schwert. Auf der Rückseite ragen drei Vorsprünge aus der fachmännisch polierten Oberfläche. Ich denke mal, das ist auch wieder so ein Rätsel, das wir haben werden, wo wir wieder irgendwelche Scheiben einsetzen müssen. Mal gucken. Wo geht's hier lang? Achso, hier geht's ja wirklich lang. Ich gucke erstmal hier oben. Ja. Oh, noch mehr Geister. Die beten, wenn ich das richtig sehe. Ja. Zertrümmerte Skelette liegen vor dem Schrein am Boden. Vor dieser Statue wurden Schwerter und Helme abgelegt. They didn't teach us much about locks in the Brotherhood. Finished. But let's see. Ogerkraft haben wir mittlerweile so oft gefunden, brauchen wir definitiv nicht mehr. So, hier so ein bisschen Währung drin, aber ansonsten auch nichts von großer Bedeutung. Ja, und hier standen die anderen Skelette, die abgewehrt haben. Werkstatt und dann geht's hier runter. Don't look back! Erinnere mich gerade so ein bisschen an Indiana Jones. Keep running! Hitze aus dem Stockwerk unter dir kitzelt deine Haut. Ja, von wegen Kitzel. Braten. Ist das so gut, was wir hier gerade machen? Und wie können die Eiskäfer hier bitte in der Mine überleben, wenn da unten brodelt und Hitze aufsteigt? Ja gut, ich habe ja schon das ein oder andere hier erlebt. Und noch mehr Durgan-Eisenbarren. Campingbedarf, das heißt, hier könnten wir uns einmal schön ausruhen. Das ist natürlich sinnlos in der aktuellen Situation. Hier gibt es aber auch keinen Hinweis, was das ist. Das hier ist wohl so ein Minenstollensystem. Hier wurde gegraben und da oben geht es dann irgendwo weiter. Müssen wir mal gucken. Ja, wir werden diese Mine weiter erkunden. Allerdings werden wir das in der nächsten Folge tun.
gehe trotzdem nochmal bis da oben. So. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir die Mine weiter erkunden und den Stimmen auf den Grund gehen. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem seit dem letzten Mal umso unwohleren Tschüss.